Ja, heute möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, was Sie tun können, wenn Sie beim Reden und Präsentieren rot werden oder wenn Sie ganz allgemein im Alltag öfter erröten. Und Sie werden überrascht sein, die Lösung ist relativ einfach. Mein Name ist Thomas Sprandl, ich bin psychologischer Berater und Coach und arbeite mit Menschen an sicherem und entspanntem Auftreten. Aus meiner ganz persönlichen Klientenerfahrung hat das Rotwerden immer damit zu tun, dass es eine persönliche Stresserfahrung ist. Ich komme an was ich als peinlich bewerte oder dass ich einen Fehler gemacht habe. Mein Körper bekommt Stress und bei den einen geht es in die Gesichtsröte, die anderen kriegen einen Blackout, fangen an zu zittern oder wird schwindelig oder was auch immer. Der entscheidende Faktor ist hierbei die persönliche Bewertung, die persönliche negative Bewertung von dem, was passiert. Das Problem ist nun der Teufelskreis, der aus dieser Bewertung entstehen kann. Ich möchte auf keinen Fall rot werden. Beobachte mich deswegen, mache ich was falsch, kommt jetzt was Peinliches und werde ich dann auch rot? Und der Körper kann nicht anders, als darauf mit Stress reagieren. Und wenn Ihr Stress eben in Gesichtsröte geht, dann haben Sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie da durch diese Beobachtung, durch diese Fokussierung genau das erreichen, was Sie vermeiden wollen, nämlich rot werden. Der entscheidende Punkt ist, aus diesem Teufelskreis auszusteigen. Und im Kern steht nicht nur der Überfokus, sondern auch die extrem negative Bewertung, die wir dem Rotwerden geben. Das heißt, wir haben jetzt zwei Ansatzpunkte, das zu verändern. Wir müssen die Überfokussierung aufhören und wir müssen die Bewertung verändern. Beginnen wir mal mit der Bewertung. Die Bewertung ist ja extrem negativ. Das heißt, wir müssen von einem Kampf gegen das Rotwerden zu einer Annahme kommen. Es geht darum, zu dem Rotwerden ein Ja oder ein Okay oder zumindest eine Erlaubnis zu bekommen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich das für mich neu umformuliere, dass ich das reframe, dass ich Rotwerden verbinde mit, wenn ich rot bin, bin ich engagiert. Wenn ich rot bin, hat was Bedeutung für mich. Oder ich möchte in dem Moment wirklich gut dastehen. Sie merken schon, das bekommt so ein bisschen einen anderen Drive, es bekommt eine andere Energie. Das kann so weit gehen, dass Sie sogar in einem Einzelgespräch oder in einer Gruppe, wenn Sie präsentieren, sagen, oh, das berührt mich jetzt aber mal, ich werde richtig rot. Ja, das ist total wichtig. Oder dass Sie sagen, oh, Entschuldigung, das ist blöd gelaufen. Lassen Sie mich nochmal beginnen. Also, dass Sie damit nach vorne gehen, dass Sie sich damit zeigen lernen. Und ich kann Ihnen das fast versprechen, dass sich das Rotwerden dadurch reduzieren lässt. Was auch noch hilft, um die Bewertung zu reduzieren, ist, sich Feedback einzuholen. Ich erlebe das immer, dass die eigene Wahrnehmung extrem negativ verzerrt ist, beim Rotwerden, zittriger Stimme und so weiter. Holen Sie sich Feedbacks, es ist extrem entscheidend. Wir werden das nachher in einem Beispiel, was ich Ihnen bringen werde, auch noch sehen. Der zweite Punkt ist, den Überfokus aufzugeben. Das ist so, als ob ich als Autofahrer auf keinen Fall in den Graben fahren will. Und was mache ich? Ich halte das Lenkrad und schaue Richtung Graben. Da steuert mein ganzer Körper unbewusst auf den Abgrund zu. Das heißt, ich muss den Fokus verändern. Und den Fokus verändere ich am besten, indem ich in die Realität zurückkomme. In die Realität zurückkommen heißt, ich konzentriere mich auf meinen nächsten Satz. Ich konzentriere mich auf mein nächstes Wort. Ich konzentriere mich auf mein Gegenüber. Ich bleibe in dem, was in der Situation konkret ist. Passiert. Wie stark das wirken kann, möchte ich Ihnen gerne noch an einem Klientenbeispiel verdeutlichen. Ich hatte mal ein Seminar, da war ein junger Mann, dem war es extrem unangenehm, rot zu werden. Und das ging bei ihm so weit, weil es hat sich ihm am Hals gezeigt, dass er sich Kapuzenpullis gekauft hat, die seinen Hals bedeckt haben. Er durfte als erstes mal ganz normal vor der Gruppe präsentieren, so wie immer. Das Spannende für ihn war, dass die Außenwahrnehmung der Zuhörer, der Zuschauer, viel positiver war als seine eigene. Die haben die Röte zum Teil gar nicht mitgekriegt. Das hat ihm schon ein bisschen Mut gemacht und er hat sich dazu entschlossen, mal diese Vermeidung, die ja auch zum Überfokus führt, völlig aufzugeben und ohne Kapuzenpulli im T-Shirt zu präsentieren. Das Erstaunliche an der Erfahrung für ihn war, dass er sich selber wohler gefühlt hat, dass es ihm nicht so heiß war, dass es ihm nicht so warm wurde und dass er persönlich auch das Empfinden hatte, die Röte ist nicht mehr so stark. Und das Überraschende und Tolle für ihn war, dass ihm das Publikum zurückgemeldet hat, wie lebendig und frisch er aufgetreten ist. Ja, das sind die wirklich schönen Momente, das sind die tollen Erlebnisse, einen Menschen zu sehen, der so in seine Echtheit kommt, so in seine Kraft kommt. Wenn Sie das Thema interessiert,
habe ich Ihnen ein Video verlinkt, da geht es genau darum. Mein persönlicher Tipp zum Schluss, wenn das mit dem Rotwerden ein Thema für Sie ist, gehen Sie es an, es lohnt sich. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, Daumen hoch und Abonnement, dann bekommen Sie regelmäßig Tipps und Updates rund ums Präsentieren.